Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, man könnte es ganz kurz machen. Der Antrag der AfD-Fraktion ist abzulehnen, weil er sich längst erledigt hat. Sie haben es ja selbst gerade gesagt. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich eindeutig zu äußern und entsprechende Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, heißt es im Antrag. Das ist längst geschehen. Grundsätzlich handelt es sich bei den Äußerungen von David Maas um einen Verstoß gegen das saarländische Beamtengesetz, hat das Innenministerium erklärt und entschieden, dass Herr Maas zu einem Dienstgespräch beim Polizeipräsidenten Norbert Rupp antreten muss. Wenn es der AfD also tatsächlich um die Sache selbst gehen würde, hätte sie diesen Antrag so nicht gestellt. Dann hätte sie vielleicht eher den Innenminister schon gelobt. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Kolleginnen und Kollegen, David Maas hat sich in Facebook klar und eindeutig positioniert. Ich zitiere: Der alte Hass in neuen Parolen erreicht augenscheinlich eine Vielzahl an Personen in der Bevölkerung. Eine besorgniserregende Entwicklung, wenn aus hasserfüllten Worten grausame Taten werden. Es ist an der Zeit, dass sich der Kern der Bevölkerung sowie die verunsicherten Protestwähler mit den demokratischen Kräften unserer Gesellschaft solidarisieren und ein klares Zeichen gegen den rechten Terror setzen. Damit hat David Maas recht. Wir als Linke stehen inhaltlich hinter diesem klaren Appell. Und es ist gut, dass ein Gewerkschafter in Zeiten von rechten Terror hier eindeutige Positionen bezieht. Dafür hat er unser Respekt. Ja, wir brauchen viel mehr Menschen, die in ihren Bereichen eindeutig gegen Hass und Vorurteile, gegen rechte Hetze und Terror Stellung beziehen. Aber David Maas hätte das auch tun können, ohne ein Bild von sich in Polizeiuniform darzustellen. Denn Beamte müssen politisch neutral sein. Und das ist auch gut so, Kolleginnen und Kollegen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen darauf vertrauen können, dass Polizisten oder Lehrer oder Staatsanwälte unabhängig sind und sich bei der Ausübung ihres Dienstes nicht an parteipolitischen Vorlieben orientieren. Aus diesem Grund heißt es im Beamtenstatusgesetz, Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Kollege Theobald hat es ja auch schon gesagt, Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenigen Mäßigungen und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Und im saarländischen Beamtengesetz heißt es, Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte dürfen sich in der Öffentlichkeit in Dienstkleidung nicht politisch betätigen. Und all diejenigen, die nun lauthals fordern, das Gesetz zu ändern, der Schuss würde nach hinten losgehen. Wenn sich Beamte eben doch in Uniform politisch äußern dürften und wenn sie keine Mäßigung und Zurückhaltung mehr wahren müssten, dann gäbe es nicht nur den ein oder anderen AfD-kritischen Facebook-Post eines Sozialdemokraten, nein, dann gäbe es auch AfD-freundliche Posts und Werbemaßnahmen, dann gäbe es auch eindeutige parteipolitische Statements und Verhalten in allen Richtungen, auch in die ganz klare rechte Ecke. Wer unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat vor extremen Rechten schützen will, der muss sich auch an das Recht und an Gesetz halten. Der Rechtsstaat und die Beachtung des Rechts sind unverzichtbare Grundlage eines demokratischen Gesellschaft. Und deshalb lehnen wir auch Gewalt ab, wenn sie gegen Rechte, auch gegen rechte Hetzer, verübt wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, auch nicht im Namen einer noch so guten Sache oder Zweckes. Und wer sich wie Herr Maas in Uniform politisch äußert, der muss dann eben ein Gespräch mit dem Polizeipräsidenten führen. Ich denke, es gibt Schlimmeres. Mehr ist zu dieser Angelegenheit nicht zu sagen. Der AfD-Antrag lehnen wir natürlich ab.